Also, heute ist Tag 6. Der Tag 5 ist leider ein bisschen hinten rübergefallen, weil der Baggerfahrer nicht konnte. Nee, Baggerfahrer nicht, der LKW-Fahrer. Der LKW-Fahrer hat uns versetzt, um die Betonblöcke zu liefern. Jetzt wollte er eigentlich heute kommen, hat aber auch schon wieder abgesagt. Was ist heute unser Plan? Wir wollen jetzt die Blöcke nehmen und als Füllmaterial hier reinpacken. Ja, das bedeutet jetzt sehr viel schleppen, aber sollte funktionieren, ne? Wir haben eine Sackkarre, wir haben Blöcke. Wir haben ohne Ende Kraft. Also ich habe ohne Ende Kraft. Ich bin ehrlich gesagt durch mittlerweile, wobei gestern tat das ganz gut. Also genau, ein Tag Auszeit ist auch Auszeit, mal ganz schön. Das war ganz schön. Und wir waren am Meer und das war auch wunderbar. Das war herrlich. Ja. Herrlich. Ende Oktober noch schwimmen gehen. Top. Also Herz, was willst du mehr? Genau. So. Autsch. Die Pyramiden sind auch nicht an einem Tag erbaut worden. Und für die Rampe und das Rausreißen haben wir jetzt auch diverse Tage gebraucht. Aber jetzt steht's. Wie wir vorhin erfahren haben, kommen morgen die Betonblöcke, die das hier hinter verfüllen. Schauen wir mal. Also, wie gesagt, der Termin wurde jetzt dreimal schon verschoben. Morgen haben sie uns versprochen, dreimal, heute auch, egal. Morgen haben sie uns versprochen, kommen sie, die Blöcke, sie werden auch gesetzt. Ja, wir wollten eigentlich morgen abreisen, haben aber jetzt kurzfristig entschieden, das morgen noch abzuwarten. Ja, wir haben immer noch einen Puffer, dass wir dann rechtzeitig... Wir haben einen kleinen Puffer, dass wir rechtzeitig da sind. Also zu Hause. Zu Hause. Zum Arbeiten. Ja, aber morgen bleiben wir noch. Werden das so ein bisschen begleiten mit dem Setzen der Betonblöcke. Morgen soll auch Sand geliefert werden. Ne? Also sprich, dass das, was uns noch an Füllmaterial gefehlt hat, mit Sand aufgefüllt wird. Ja, und dann bleibt das erstmal bis nächstes Jahr so stehen. Ne? Betonplatte gießen kriegen wir nicht mehr hin, zu kurz die Zeit, aber es hat auch Vorteile, dann kann der Sand schön im Regen im Winter sich setzen, schön in die Fugen gehen und nächstes Jahr gegebenenfalls noch mal ein bisschen was draufkippen. Dann gießen wir die Betondecke halt erst nächstes Jahr. Aber ich finde, für die paar Tage
Ne? Ich meine, es sind ja im Endeffekt, gestern haben wir ein bisschen was hier gemacht, aber nicht viel. Das war eher Gartenarbeit. Und für die 5 Tage haben wir schon einiges geschafft, finde ich. Also, ja, ne, sehe ich auch so. Leute, die sich mit sowas auskennen, die werden natürlich sagen, das hätten wir vielleicht an einem Tag geschafft. Ja, das glaube ich. Zwei. Na, Quatsch. Aber ich denke, für den Anfang war das gut. Können wir stolz auf uns sein. Also finde ich. Ich bin's. Ja, ich auch. Ich bin's. Und ich glaube, es wird auch gut. Also, das wird was. Jetzt mit ganz schwerem Gerät gearbeitet. Erstmal die alten toten Olivenbäume raus. Und der ist ja so wahnsinnig schnell mit seinem Bagger. Top. Ich meine, das kannst du dann immer noch schön klein schneiden und kannst du das Feuer aus. Ich wusste es.